Charlotte? Hier drüben! Hey! Danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben los. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. Alle haben gut mitgemacht. Aber schön, dass das cool fand. Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Es tut mir leid. Mir Charlotte? Geht's gut. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur echt viel los. Das stört mich nicht. Gar nicht. Möchtest du reden? Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Bist du sicher? Falls du Gesellschaft möchtest... Ich sagte nein, verdammt! Hörst du nicht zu? Scheiße. Das war nicht okay. Wo kam bloß diese Wut her? Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Ja, wir sind jetzt hier bei ihr. So kann ich mich hier nicht bewegen. Ah, jetzt. Gay, das ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, nur um mich dann zu verlassen? Okay. Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist.
sagen, warum habe ich jetzt so rote Augen? Ryan, es ist deine Schuld. Du sollst uns beschützen. Warum konntest du es nicht? Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Ja. Was stimmt nicht mit mir? Ich darf diese Gefühle nicht zulassen. Wann bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Du bist wütend auf Ethan. Du gibst ihm die Schuld. Ich bin eine schlechte Mutter, Alice. Charlotte. Charlotte. Ich hasse meinen Sohn, Alex. Er ist lieb und kreativ und das Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Es hat immer nur mich und ihn gegeben. Es hat so lange gebraucht, zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder dich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. So sieht's unterm Strich aus. Da kann man auch genauso gut sagen, wenn ich direkt von Anfang an gesagt hätte, was er vorhätte, dann hätten wir ihn schneller holen können. Also das Ganze ist, oder wenn er, der Ryan heißt er, glaube ich, das Seil nicht abgeschnitten hätte, dann hätte er noch leben können. Also das ist total schwachsinnig, sich für irgendetwas, was auf der Welt passiert, die Schuld zu geben. Es sei denn, man ist derjenige, der selbst jemanden umgebracht hat, mit voller Absicht natürlich. Aber ja. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Klar, ihre Taten zählen jetzt, aber ihre Gefühle zählen natürlich auch, weil sie muss lernen, damit zu leben. Ich hoffe, dass das jetzt auch so verstanden wird und umgesetzt wird. Was du fühlst, macht mehr Sinn, als du glaubst. Dein Schmerz zählt auch. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot! Und ich wünschte, ich wär's auch. Diese Wut bringt sie noch um. Und es gibt nichts, was ich sagen kann. Was, wenn ich ihr die Wut irgendwie nehmen kann? Ich kann das. Ich kann ihr ihre Wut nehmen. Was würde das mit ihr machen? Und mit mir? Und selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Ich hab's geahnt.
Also normalerweise muss sie die Wut behalten und lernen, damit umzugehen. Ich weiß halt nicht, was das jetzt für mich auf Auswirkungen hat, muss ich dazu sagen. Es kann natürlich sein, dass ich in Zukunft jetzt irgendwie nur noch wütend bin oder so. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich dadurch, keine Ahnung, irgendjemanden gleich wehtue. Andererseits, es geht ja nicht um den Normalzustand, dass man ihr helfen muss oder sollte, mit der Wut klarzukommen, sondern es geht ja darum, dass ich quasi in diesem Spiel diese Gabe habe. Also werde ich natürlich versuchen, ihr die Wut zu nehmen. Wenn ich es denn dürfte. Achso. Alles okay. Ist bei dir alles okay? Ja. Ja, ich denke schon. Scheiße. Bin ich ausgerastet? Es tut mir leid, Alex. Ich wurde irgendwie überwältigt. Es ist echt okay. Ich bin ein großes Mädchen. Ich komme mit sowas klar. Ich habe meine Skulptur zerstört. Es wirkt so verrückt hier drin, aber ich fühle mich... Wie fühle ich mich? Hey, geh nach Hause. Du bist erledigt. Ich meine es ernst. Mir geht es gut. Ich sehe dich heute Abend. Okay, okay. Pass auf. Wird Typhon von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische dreieckige Logo. Boom. Code geknackt. Hey. Alex. Und? Wie lief die Sache mit Charlotte? Tja. Es war intensiv. Aber... ich denke, es wird ihr gut gehen. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie ich überhaupt darüber reden soll. Es ist okay, wirklich. Also, bitte sag mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Noch nicht, aber... Alex... Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. Das... sollte ich mir wohl anhören. Ich muss es wissen. Wir sind für dich da. Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Fick dich, Chen. Ja, okay. Hör einfach zu. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungsradius. Scheiße. Er könnte dabei draufgehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davongeschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen, ihn zu finden. Mac, bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck. Du hast keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac.
Spar dir das. Ich mach nur meinen Job. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Max sich als der Gute herausstellt. Alex. Alles okay? Wir kriegen sie dran. Versprochen. Was soll das denn? Es ist alles egal. Es ist alles scheißegal. Er ist tot, verdammt. Fuck it. Ich muss mir das nicht geben. Ich sollte ihr nachgehen. Wir sind dann unten, okay? Ich will's ja nicht sagen, aber ich hab's irgendwie gewusst. Nur dieser Wichser dran zu kriegen. Auf dem USB-Stick finde ich, was ich brauche. Ich muss ihn unbedingt durchsuchen. Wenn das mit mir passiert, was passiert dann mit Charlotte? Super wichtig für jede gute Ermittlung. Danke, dass du so offen zu mir bist. Ein ungeklärter Fall und ein schales Bier. Die hat Ryan aus der Station mitgebracht. Hoffentlich kann ich sie jetzt gebrauchen. Okay. Mineneinsturz, Erdlöcher. Jetzt hätte Gabe sicher nichts dagegen, wenn seine kleine Gabes Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. Okay, 20.41 Uhr, kann man dann irgendwie runter? Das ist ja alles noch vor 20 Uhr. Wir spielen mal einfach alles ab. Hey, CFC hier, wie können wir Ihren Hunger stillen? Läuft die schicke Chicken-Gutscheinaktion noch? Aber sicher doch. Cool, dann hätte ich gern eine große Portion Spicy Nuggets. Hm? Okay, und möchten Sie dazu Pommes und Soße oder Kartoffelbrei und Soße? Okay, ich... Hallo? Oh, scheiße. Brauchen Sie noch kurz? Nein. Nein, ich nehme, die Pommes. Den Kartoffelbrei. Ja, einmal den Kartoffelbrei. Für 50 Cent extra bekommen Sie beides. Oh mein Gott. Hallo, sind Sie noch dran? Ja. Nein, ist okay. Nur den Kartoffelbrei. Okay, eine große Portion scharfer Nuggets mit Kartoffelbrei. Sie können die Bestellung in 30 Minuten abholen. Danke, dass Sie bei ACFC bestellt haben. Danke. Das war fesselnd. Ja gut, von denen wird jetzt, also von denen hier oben wird jetzt nichts wichtig sein, aber ich denke mal, einfach um mal zuzuhören, was die da so aufgenommen haben, dass wir mal alle einzeln durchgehen. Lace Bloom, hier spricht Riley, wie kann ich Ihnen helfen? Hey Süße, ich bin's. Mac, hey, was geht? Ich habe Mittagspause. Du wirst nicht glauben, was Jamin heute Morgen mit dem neuen Dynamit... Ich bin mir nicht sicher, was den Teil hier angeht. Es ist Mac. Ist das Gabe? Hey, Mac, können wir später reden? Ich habe gerade zu tun. Was machst du denn? Wir sehen uns nach der Arbeit, ja? Warte mal, warum ist Gabe da? Okay, bis später. Ich liebe dich. Riley, warte! Oh, Mac. Hi, Bill Klempnerei, was kann ich für Sie tun? Hi, ich arbeite für die Typhon-Mine. Ich glaube, einer Ihrer Klempner war letzte Woche hier oben. Typhon? Einen Moment bitte, ich überprüfe das kurz. Ja, ich habe einen Eintrag bezüglich einer Abwasserblock... Ja, genau, das war's. Ja, also, es wurde nicht richtig repariert. Laut Bericht wurde das Problem diagnostiziert und behoben. Können Sie beschreiben, was Sie sehen? Ehrlich gesagt, nein. Können Sie uns nicht einfach nochmal jemanden vorbeischicken? Ich schicke Ihnen heute Nachmittag jemanden. Gut. Schönen Tag noch. Das bezweifle ich. Eklig. Übrigens, ich habe es eben gesehen, das ist der 20
Uhr 41 Anruf. Also da müsste es dann weitergehen. Aber wir gucken, beziehungsweise wir hören uns trotzdem die anderen zwei noch eben an. Typhon Minengesellschaft, Diane hier. Hi, Diane. Rose aus dem Rathaus hier. Hey, Rose. Wie geht's dir? Ach, um diese Jahreszeit ist immer viel los. Hast du einen Moment? Ein paar Leute haben Fragen bezüglich der Erweiterung. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar davon beantworten und ich leite die Antworten dann weiter. Ich helfe so gut ich kann. Wie lauten die Fragen? Eine Sekunde. Okay, die erste Frage. Wie viele Jobs werden durch die Eröffnung einer zweiten Grube geschaffen? Wir fangen mit 25 neuen Stellen an. Aber wir rechnen damit, dass diese Zahl im ersten Jahr auf 45 ansteigen wird. Moment, das muss ich mir kurz aufschreiben. Alles klar. Weiter geht es mit einer Reihe von Fragen zu Verschmutzungsrisiken, Wasser- und Luftqualität. Wie sieht es damit aus? Ich leite das gerne an unsere Umweltabteilung weiter. Sie werden sich mit den relevanten Fakten und Zahlen bei Ihnen melden. Alles klar, kein Problem. Zu guter Letzt wollen Sie noch wissen, ob mehr Minenfahrzeuge durch die Stadt fahren werden. Ja, unsere logistischen Anforderungen werden mit der Erweiterung steigen. Aber um die Lärmbelastung zu minimieren, werden wir uns ausschließlich an genehmigte LKW-Routen halten und natürlich nie nach 18 Uhr fahren. Nie nach 18 Uhr. Vielen Dank, Diane. Das waren erstmal alle Fragen. War mir ein Vergnügen. Einen schönen Tag Ihnen, Rose. Dir auch. Diane ist echt gut darin, so zu tun, als sei sie ein Mensch. Tja. Typhon Minengesellschaft, Brandon hier. Hallo, ich rufe für das Amt für Land und Ressourcen an, um die Inspektion für nächste Woche zu bestätigen. Ich leite Sie weiter an Diane. Danke. Diane hier? Hi Diane, ich rufe an, um die... Inspektion zu bestätigen? Richtig. Hatten Sie Gelegenheit, meine E-Mail dazu zu lesen? Hatte ich. Sieht alles gut aus. Freut mich zu hören. Dann bis Donnerstag. Mhm. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Es muss sehr viel von diesen Inspektionen abhängen. Okay, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Also ich werde den Anruf jetzt nicht nochmal abspielen, sondern nur die Sachen, die danach passiert sind. Lena, Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Lena? Haven ist Ihr Gebiet, Diane. Es ist Ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich Sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben aufhält, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Rheas Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Wollen Sie das? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Also dachte Typhon, dass Rhea, was immer es auch ist, es wert war, unsere Leben zu riskieren. Hoffen wir mal, dass Dianes E-Mail Aufschluss gibt. Was ist Rhea? Ja. Lena. Hallo, Diane. Ich darf annehmen, dass Sie Ihre Emotionen wieder im Griff haben. Meine Emotionen? Jemand wurde gestern Abend getötet. Aufgrund einer Entscheidung, die Sie getroffen haben. Ich wäre an Ihrer Stelle jetzt sehr vorsichtig. Wessen Kopf, glauben Sie, wird wohl eher rollen? Ihre oder meiner? Wie bitte? Natürlich fühlen wir uns alle verpflichtet, Ihnen durch diese schwierige Zeit zu helfen. Es wäre doch zu schade, wenn jemand wegen dieses unvermeidbaren Unfalls zum Sündenbock wird. Natürlich. Sehr schön. Dann sind wir uns hier einig. Wer weiß noch von den Leuten auf dem Berg? Nur mein Sicherheitsmanager Mac. Er erhielt den Notruf kurz bevor ich Sie kontaktierte. Kann man ihm vertrauen? Ich denke, ich kann ihn davon überzeugen, sich loyal zu verhalten. Sehr gut. Es gibt nur eine Kontaktstelle und die haben Sie unter Kontrolle. Dann sollten wir das schadlos überstehen. Wir hören uns bald wieder. In Ordnung. Ich weigere mich, da ja nach allem, was war, zu bemitleiden. Aber, Mann. Privatdetektiv HB. Bennett am Apparat? Hi, Bennett. Diane Jacobs hier. Lena sagte mir... Ja, hab Ihren Anruf erwartet. Okay. Ich bin nicht sicher, was wir als nächstes tun sollen. Geben Sie mir alle relevanten Informationen zu den fraglichen Angestellten. Name, Telefonnummern, Adresse, Lebenspartner. Wir übernehmen den Rest. Verstehe. Kommen Sie einfach vorbei. Mein Sekretär wird alles notieren. Niemand wird erfahren, dass Sie hier waren. Alles klar. Okay. Ich komme morgen vorbei. Wunderbar, bis morgen. Es ist so abartig, dass Typhon Leute beobachten lässt. Ja, das ist ja in gewissen Ebenen Gang und Gäbe, ne? Typhon Minengesellschaft, Diane hier. Hallo, Diane.
Rory Praha. Ich arbeite für die Rocky Mountain Gazette. Wir drucken morgen einen Artikel über den Unfall von letzter Nacht. Möchten Sie einen Kommentar abgeben? Ja, sehr gern. Der Unfall gestern Abend war eine Tragödie. Und das liegt ganz besonders daran, dass nur ein Anruf ihn hätte verhindern können. Ein Anruf? Könnten Sie das weiter ausführen? Aber natürlich. Typhon hat rund um die Uhr einen Sicherheitsmanager vor Ort. Ein kurzer Anruf von Herrn Chen an unsere 24-Stunden-Notruf-Hotline hätte uns gewarnt, dass sich Menschen in der Gefahrenzone befinden. Wir hätten sofort reagieren und die Sprengungen verhindern können. Besteht die Gefahr, dass noch andere Bürger Havens wie Gabe Chen verunglücken könnten? Auf keinen Fall. Solange Sie die Warnhinweise beachten, sind Sie in Sicherheit. Und sollte es einen Notfall geben, ist unsere Notruf-Hotline rund um die Uhr besetzt. Es besteht keinerlei Gefahr. Gut. Wir werden Ihre Stellungnahme mit abdrucken. Vielen Dank für Ihre Zeit, Diane. Einen schönen Tag noch. Ich habe beim Zuhören fast gekotzt. Ja, ich kenne das Gefühl. Typhon Minengesellschaft, Diane hier? Diane, hier ist Jason. Hallo, Deputy. Haben Sie gute Neuigkeiten für mich? Es sieht ganz so aus. Der normale Betrieb darf ab sofort wieder aufgenommen werden. Die Grube wird nicht länger als aktiver Tatort angesehen. Das ist eine große Erleichterung. Nur um deutlich zu sein, die Ermittlung läuft weiterhin und Typhon wurde noch nicht von den Anschuldigungen freigesprochen. Natürlich, ich verstehe. Aber können wir wieder mit dem Abbau beginnen? Ja, die Arbeiten dürfen wieder aufgenommen werden. Gibt es sonst noch was? Nein, das wäre alles. Okay, danke für den Anruf. Ja, kein Problem. Machen Sie es gut, Diane. Ebenso. Scheint viel leichter zu sein, mit Mord davon zu kommen, als man hoffen würde. Typhon Mining? Diane? Oh, hey Joe, wie geht's? Gut. Richtig gut. Ich habe ja eine Liste mit vielversprechenden Kandidaten, die wir besprechen könnten. Es sind etwa 40 Namen. Gute Arbeit. Wann können wir die Liste durchgehen? Also, Diane, kann ich ganz offen sein? Immer. Naja, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und... Also nach diesem Unfall da... Joe? Ich will mich bloß vergewissern, dass es wirklich Stellen gibt, die auf diese Leute warten. Mach dir bitte keine Sorgen. Wenn du qualifizierte Kandidaten für mich hast... Habe ich Jobs, die ich Ihnen anbieten kann. Gut zu hören. Wie sieht es Dienstagnachmittag aus? Um 3? Klar. Großartig. Dann bis bald. Bis später, Joe. Hoffentlich zahlt Typhon eine nette Abfindung. Ja, E-Mail-Archiv haben wir auch noch. Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Moment, das ist jetzt aber nicht... 28.04. war das. So. Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? So, ich habe sie gewarnt, Lina. Ich habe sie verflucht nochmal gewarnt. Rhea ging unbemerkt los, weil sie darauf bestanden. Und jetzt ist jemand tot. Sie haben besser einen Plan. Ich gehe nicht deswegen unter, zumindest nicht allein. Dann die Antwort. Ich verstehe, dass Sie aufgebracht und emotional wegen des tragischen, unvermeidbaren Unfalls heute Abend sind. Daher werde ich über dieses momentane Fehlurteil hinwegsehen. Ich rufe Sie morgen früh als erstes an, um zu besprechen, wie wir vorgehen. Ich schlage vor, Sie nutzen die Nacht, um sich zu beruhigen. Okay. Alter, dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Hallo Diane, nach unserer Unterhaltung neulich habe ich es mir erlaubt, Ihre Bewerbung für unser Führungspersonaltraining zu beschleunigen. Wir bringen Ihre Einschulung voran, sobald Sie die Situation in Haven unter Dach und Fach gebracht haben. Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Hallo Diane, tut mir leid davon zu hören, dass Sie Probleme mit dem neuen Frachtführer haben. Ich habe mit einigen Leuten über die Reparatur der Bremsen gesprochen, aber angesichts der anstehenden Erweiterung habe ich beschlossen, dass es leichter ist, Ihnen einen neuen zu kaufen. Wir schicken Ihnen einen 789er D-Frachtführer. Er sollte effizient genug sein, zwei Gruben umzuschlagen. Die Bad-Leute sagen, sie können ihn nächste Woche liefern. Dennis. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davon zu kommen so bürokratisch sein kann? Hallo Diane, vom Amt für Land und Ressourcen. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir ein Datum für die Inspektion an Ihren zwei Förderstätten festgelegt haben. Bitte lesen Sie die Informationen unten gründlich durch. Ich werde Sie in ein paar Tagen anrufen, um die Details zu bestätigen. Stillgelegter Kohleschacht, die Nummer davon, Inspektion angesetzt für den 30.04.
Inspektionspunkte, wir werden den stillgelegten Schacht betreten, um sicherzustellen, dass Typhon angemessene Vorsorgemaßnahmen getroffen hat, um das Land nach dem Einsturz zu stabilisieren und dass die angemessene Prozedur zur Schachtschließung befolgt wurde. Aktiver Urbanschacht, angesetzt für den 3.5. Dies ist eine allgemeine Protokollinspektion. Bitte leiten Sie an diesem Tag den Betrieb wie üblich. Ich freue mich auf unser Treffen. Jake Escher, leitender Inspekteur. Okay. Okay, damit komme ich nicht raus. Wie komme ich jetzt wieder raus? Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Ja, das hatten wir schon. Aber ich kann hier nicht rausgehen. Hä? Ja, was ist Rhea? Das haben wir noch nicht rausgefunden, aber... Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Das würden wir gerne wissen, aber ich komme hier irgendwie so nicht mehr raus. Ich kann nur rechte Maustaste drücken. Da steht dann Fortfahren zum Hauptmenü und so weiter. Das heißt für mich, dass ich hier rein theoretisch noch irgendwas machen muss, aber... Hm. Ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht was. Puh. Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Tja. Kann man das anklicken oder so? Was auch immer Typhon vorhatte, es sieht so aus, als wären sie damit durchgekommen. Moment. Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt ja, hat. Ja. Rhea wurde verdeckt ausgelöst. An diesem Abend gab es eine zweite Explosion? Was hat Lina gesagt? Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Es war eine Ablenkung. Sie haben die Explosion, die Gabe getötet hat, ausgelöst, um eine andere zu verheimlichen. Deshalb konnten sie nicht warten. Wenn ich rausfinden kann, wo die Sprengung durchgeführt wurde, sagt mir das vielleicht, warum sie so wichtig war. Okay, Dateien haben wir jetzt noch. Die Frage ist jetzt... Eine zweite Explosion? Er hatte einen Namen und ein Leben. Und eine Freundin. Und eine Schwester. Ich wette, in diesem Moment hat Diane beschlossen, Beweise auf den USB-Stick zu kopieren. Ich schau erstmal hier noch weiter. Alter, dafür hat Diane ihre Seele. Eine nette Art zu sagen, denk immer daran, dass ich dich in der Hand habe. Situation? Du meinst den Kerl, den du getötet hast? Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld... Moment. Heißt das, dass jemand bei Typhon echte menschliche Emotionen verspürt? Nee, kauf ich dir nicht ab. Das tue ich. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davonzukommen so bürokratisch sein kann? Das Timing ist einfach zu gut, als dass es wirklich ein Zufall sein könnte. Okay, Inspektion 30.04. Das scheint irgendwie noch wichtig zu sein. Diane hat Akten über den gesamten Stadtrat von Haven. Das ist ja mal gar nicht gruselig. Abstimmungsstatus wahrscheinlich, Druckpunkte, Studienkredit der Enkelin. Ach so, medizinische Kosten. Typhon weiß von Eleanors Demenz? Scheiße. Eine Einheimische von Haven... Springs, Eleanor Liese ist bei den anderen Stadträten und Stadtbewohnern angesehen. Sie hat beträchtlichen Einfluss, wird aber nur unwahrscheinlich von sich selbst aus widersprechen. Obwohl ihre Enkelin Gabe Chen nahe stand, scheint sie Teil von Darlegung des Unfalls nicht zu hinterfragen. Okay. Abstimmungsdatum gesichert. Die wird nicht so sicher sein, wenn ich Jet sage, was an dem Abend wirklich passiert ist. Okay, finanzielles Angebot für Charlotte. Die Einverständniserklärung kam mir doch gleich komisch vor. Ducky, verstorbene Frau. Armer Ducky. Das wusste ich nicht. Also ihr könnt euch den Rest gerne durchlesen. Ich gehe jetzt hier nur mal kurz stichpunktartig durch. Jason, Karriere als Hilfschef, scheint in sie verliebt zu sein. Was? Pike ist... Okay. Es gibt Wichtigeres zu tun. Okay. Das ist Rhea.
Scheiße. Diese Karte ist zu klein, um zu sehen, wo es ist. Ich brauche eine Karte. Ja, ja, die haben wir hier, die haben wir hier. Das ist der Ort des Typhon-Mineneinsturzes von 2008. Warum würden sie eine Explosion in ihrer jetzigen Mine auslösen, um eine in ihrer alten zu verheimlichen? Gab es nicht gerade erst Inspektionen in der alten Stätte von Typhon? Sie haben nichts abgebaut. Sie haben etwas begraben wollen. Ja, und damit sind wir dann am Ende von diesem Kapitel angekommen. Ja, ich habe Ryan gewählt, um Diane abzulenken. Anscheinend haben 62% der anderen gedacht, dass sie doch eher auf Frauen steht. Oder die anderen fanden Steph irgendwie anziehender. Also haben selber auf Frauen gestanden und haben es deswegen gedacht. Wer weiß, wer weiß. Okay, das ist relativ gleich ausgegangen. Alex hat Charlotte ihre Wut genommen, haben ein paar Leute mehr gemacht. Also, wie gesagt, eigentlich ist es ja so, dass man den Leuten helfen sollte, mit ihrer Wut umzugehen. Ich habe mich nur dazu entschlossen, ihr die Wut zu nehmen, weil ich gedacht habe, okay, es ist ein Spiel. Wir haben hier die Möglichkeit, das zu machen. Also können wir es ja mal versuchen. So, Alex hat Diane traurig gemacht. Okay. Nur 25% haben sie wütend gemacht. Dann hier ist es ziemlich verwachsen. Alex hat keine Platte abgespielt. Ja gut, da muss ich dazu sagen, da ich ja eh die Musik nicht höre, habe ich mich da jetzt nicht so drauf konzentriert. Ich habe etwas Unkraut gejätet. Genau, das haben nur in Anführungszeichen 52% aller Spieler gemacht, also fast die Hälfte. Ethan und Alex gingen im Kampf nie K.O. Oh, wow, die meisten haben das geschafft. 98%. 1%, bei 1% ist Alex einmal im Kampf K.O. gegangen, oder zumindest K.O. gegangen. Und bei 1% sind beide im Kampf K.O. gegangen. Okay. Oh, okay. Ich war eine der nicht ganz so vielen, nämlich mit 38%, die den Troll mit dem magischen Puder verzaubert haben. 49% haben ihn tatsächlich getötet. Oh je, oh je. Der Troll hat Alex Bestechung angenommen. 13% immerhin noch, okay. Die Schlange wurde eingeschläfert. Da haben die meisten allerdings zugehört. 58% haben sie eingeschläfert. Steph ist aus der Wohnung gestürmt. Na gut, das passiert halt, wenn man sich für die Wut entscheidet, nehme ich jetzt mal an. Das ist immerhin bei 54% passiert. Es kann natürlich auch sein, weil nicht so viele die Wut, oder? Wie viele hatten die Wut jetzt genommen? Ja doch, 54% haben die Wut genommen. Dann liegt es wirklich nur daran. 100% haben König Tabor im finalen Kampf besiegt. Okay. Und 0%, bei 0% hat er geschworen, für seine Rache zurückzukehren. Okay. Hätte mich jetzt auch mal interessiert, wie das ausgegangen wäre. Aber gut, 100%, das ist schon krass. Oh. Bei keinem hat Riley von Eleanors Demenz erfahren. Was natürlich nicht sein kann, weil ich ja dann schon zu diesen 0% gehöre. Aber ja, also mir wäre es auch lieber gewesen, vielleicht, wenn sie es nicht erfahren hätte, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe es eher selber gesagt. Von daher, ja. Ich wusste allerdings auch nicht, was das für weitreichende Folgen gab, muss man auch dazu sagen. Alex hat der Studentin geholfen, sich zu konzentrieren. Das haben immerhin noch 66% geschafft. Alex und
Ethan haben das Rätsel des Narren nicht gelöst. Da muss ich mich beschweren, weil ich habe das Rätsel gelöst. Ich gehöre hier oben hin. Ich habe drauf geklickt, aber er hat das irgendwie nicht angenommen, dass ich drauf geklickt habe. Aber man sieht eindeutig bei mir im Video, dass ich das Ganze markiert habe. Und vielleicht hört man sogar auf der Aufnahme, wie ich geklickt habe. Ich bin mir nicht sicher. Ja, und als letztes, Alex und Ethan haben dem Schmied bei seiner Arbeit geholfen. Haben immerhin noch 73% gemacht. Die anderen, ja, hatten anscheinend keine Lust darauf oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es weitergeht. Es könnte sein, dass wir uns so langsam zum Finale hinarbeiten, weil wir ja nun herausgefunden haben, worum es geht, beziehungsweise was sie vertuschen wollten. Wobei immer noch ein paar Dinge natürlich unklar sind. Ich hoffe, dass wir die in der nächsten Folge bzw. in den nächsten Folgen dann auch noch final klären können. Ich bin auf jeden Fall unheimlich gespannt, wie es weitergeht. Und ich denke, ich hoffe, dass ihr es auch seid. Und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann! Ciao!